So Leute, hier ein Speed-Tutorial zum Thema Port-Freischaltung fürs EM4-Spiel. So, als allererstes müsst ihr eine Verbindung zu eurem Router herstellen, zur Konfiguration. In der Regel funktioniert das bei den meisten Routern anhand der IP, die dem Router zugewiesen ist. Bei mir ist das hier 192.168.2.1. In der Regel steht die auch unten auf dem Router drauf. So, die gebt ihr im Browser ein. Gelangt in die Konfiguration von dem Router. So, dann findet ihr unter Netzwerk NAT Portregeln, Portfreischaltung, Portweiterleitung, irgend sowas in der Art. Das öffnet ihr, aktiviert ihr und dann legt ihr eine neue Regel an. So, da oben unter Auswahl, was für ein Server das sein muss, müsst ihr gar nichts eingeben. Wichtig ist, dass ihr das Ganze aktiviert, dem Ganzen eine Bezeichnung gebt. Ich nenne das jetzt einfach mal EM4.1. Insgesamt sind das drei Ports, die freigeschaltet werden müssen. Die IP. Entweder wird ihr automatisch die IP von eurem Rechner hier mit eingetragen oder ihr schaut einfach nach, indem ihr hier unten auf... Moment. Ah, Rechtsklick Status. Details. Und dann hier nachschaut unter IPv4 oder IPv4 Subnetzmaske. Da vorne, da seht ihr eure IP, 192.168.2.23. Die gebt ihr dann hier ein. Dann wählt ihr aus, welche Art von Port ihr freigeben wollt. Den TCP oder UDP, das sind die beiden relevanten für die ganze Aktion hier. Und dann gebt ihr die einmal unter öffentlich und unter privat den gewünschten Port ein. Hier habe ich einmal eine Liste nochmal gemacht von den einzigen Ports. Und zwar ist das der TCP 58282, UDP 12345 und UDP 54321. So, dann fangen wir einfach mal mit dem TCP an. Wie gesagt, hier TCP auswählen, dann die 58282 eingeben. Hier auch nochmal. Dann speichern. So, bei mir sagt er jetzt Eintrag schon vorhanden, weil ich das Ganze für mich natürlich schon konfiguriert habe. Das Ganze wiederholt ihr jetzt einmal für alle anderen beiden Ports auch noch, indem ihr wieder genau gleich vorgeht. Nur diesmal als UDP. Dann wieder die Ports eingeben, speichern und das war's. Schon könnt ihr das Multiplayer-Spiel stellen. Sollte das nicht funktionieren, müsst ihr das Ganze in der Windows Firewall machen, aber dazu mache ich nochmal ein Exit-Tutorial.